ist ein kalter Tag in seinem heißen Herz und ein lautes Feuer zündet mal wieder den Himmel an. Und er rennt um sein Leben, schon sein junges Leben lang, hat den Krieg seiner Väter doch nie angefangen. Und immer wenn er entschläft, träumt er sich weit weg, träumt er sich in die Stille, träumt er sich davon. Ein leiser Wind weht und der Himmel ist weit. Dieser Krieg ist aus und die Soldaten gehen heim und weiße Fahnen wehen und alle sind frei, frei, frei. Diese Nacht, mein Freund, hab ich vom Frieden geträumt. Zu viele Träume liegen hier begraben, doch er hat nie aufgehört, Träumen zu wagen. Jetzt ist er weit weg mit geheilten Wunden, wo seine kleinen Hände haben den Frieden gefunden. Oh, ein leiser Wind weht und der Himmel ist weit. Dieser Krieg ist aus und die Soldaten gehen heim und weiße Fahnen wehen und alle sind frei, frei, frei. Diese Nacht, mein Freund, hab ich vom Frieden geträumt. Oh, oh. Vielen Dank. Bastian und Jörg. Steff, ich glaube, es ist immer besonders, wenn man die eigenen Songs von anderen Musikern hört. Wie war das gerade für dich? Ach weißt du, man wird älter und dann hört man ein Lied, was man vor Jahren geschrieben hat und merkt, dass es in der Zeit jetzt eine noch traurigere und noch eine tiefere Bedeutung bekommen hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ihr teilt diese Sorge und die Gedanken, die man sich macht und die Befürchtungen, die vielleicht auch jeder von uns hat. Und das macht irgendwie Mut zu hören, dass das andere auch so sehen und dass man damit nicht alleine steht. Und ich danke euch für diesen Moment und finde es sehr schön. Vielen Dank. Ja. Es ist so wichtig, dass solche Texte Platz haben auf einer so schönen Bühne wie hier und so viele Menschen erreichen können. Wir wissen, dass Lieder Menschen miteinander verbinden und aus einer Verbindung Kraft entsteht, mit der man etwas verändern kann, was wir unbedingt brauchen in einer Zeit, in der es Konflikte gibt ohne Ende und jeder Tag bringt uns neue. Wir müssen das alles irgendwie bewältigen, vor allem für die Nachkommen, für die zukünftigen Generationen gibt es viel zu tun. Ich danke euch. Ich traue mich fast gar nicht, was Kritisches zu sagen zu eurer Performance, weil sozusagen jetzt diese bedeutungsschwangere Botschaft da jetzt vielleicht ein bisschen darüber steht. Wenn irgendwie die Botschaft ein bisschen heavy ist und der Text so klar und so, dann finde ich manchmal, dass die Performance
fast ein bisschen zurückhaltender sein darf. Derjenige von euch beiden, dem ich dadurch ein bisschen mehr Glauben schenken konnte, war heute Jörg. Deswegen würde ich mich für Jörg entscheiden. Jörg und Bastian haben wirklich zusammen was geschafft. Aber Jörg, vielleicht hast du nicht unbedingt den Selbstbewusst, aber du sollst auch haben. Scheu ist okay, aber ich glaube, dass irgendwann muss man das überwinden. Bastian, du hast eine wunderschöne Stimme. Du bist auch wirklich in der ganzen Performance super stark. Da war keiner von euch schwach. Es ist eine von diesen Battles, wo egal was passiert, Steff verliert einen starken Sänger. Bastian, ich finde, du hast total durch diesen Song geguided. Von vorne weg hast du Verantwortung übernommen. Du warst immer die Säule, du warst immer da. Hast dich nicht zu sehr weggeträumt. Auch wenn wir uns das gegenseitig erlaubt haben, ne, das zuzulassen. Du warst wirklich so der Fels in der Brandung. Und das hat Jörg, glaube ich, geholfen, dass er gut in seine Welt eintauchen konnte. Ne? Manchmal lässt du die Leute vielleicht nicht ganz reingucken, ne? Weil du dann so eintauchst und so weg bist. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine deiner unglaublichen Stärken, dass du somit dich auch so frei fühlen kannst und das einfach dieses Gefühl laufen lassen kannst und den Moment passieren lässt, so wie er gerade kommt. Es ist für mich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Ich glaube, es sind minimale Sachen, an denen man das jetzt festmachen kann. Und ich höre einfach so ein bisschen in mich rein und da ist es ein minimales Fünkchen, das entscheidet. Und ich würde gerne einem von euch die Chance geben, dass wir ein bisschen näher an ihn rankommen und noch ein bisschen tiefer gucken können. Und deswegen gehe ich die nächste Runde mit Jörg. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Jörg, du bist in den Sing-Offs. Lass dich feiern. Wir sehen uns. Und Bastian, ich glaube, alle hier, und du besonders, hast gefühlt, wie besonders dieser Moment war. Und ich hoffe, den nimmst du auf jeden Fall mit nach Hause. Das werde ich tun, definitiv. Vielen, vielen Dank. Das ist dein Applaus. Bastian! Dankeschön.